R-E-W-I-N-S-I-D-E. Süß! Vloggst du gerade? Ja. Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Vlog. Ihr seht es gerade, wir sind ein paar Minuten im Zimmer eingebrochen. Und ich habe den Tisch aus dem Gemeinschaftsraum hier mit der Hilfe von diesen beiden netten Herren. Floppy und Henrik. Und wir bereiten gerade alles für den 24-Stunden-Stream vor, meine Freunde. Es gibt so viele Dinge, die wir vorbereiten müssen. Es ist so krank viel Arbeit. Und ich bin echt froh, dass Joe hier unterm Tisch sitzt. Das ist echt eine große Erleichterung. Und nimmt mir gar nicht den Platz oder den Sauerstoff, den ich hier unten brauchen würde. Ja, danke. Was hast du eben gegessen? Knoblauch? Zwiebeln. Ja, nice. Riecht man. Leute, wir werden auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Dokumentarvlog darüber drehen, wie wir jetzt hier gemeinsam ein bisschen umbauen und aufbauen. Es ist gerade abends am 27. Nee. 28. Ja. Morgen gibt es auf jeden Fall eine Menge Sachen zu erledigen. Am 30. geht schon los. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. 10 Uhr morgens. Setzt dabei oder nicht und verpisst euch, Leute. Jetzt, wo ihr das Video seht, der Stream läuft schon. 24 Stunden Charity-Leistung für unser Projekt Tangenichi Longo in Namibia. Leute, sammeln wie wieder das Geld. Das steht hier einfach, Leute. Und ich würde sagen, film ab. Thomas, ganz kurz, ich weiß zwar nicht, warum du jetzt filmst, aber es wäre angebracht, dass du jetzt einfach mal arbeitest und deinen Scheiß aufbaust, Thomas, hä? Ansonsten, warte, ich mach's dir noch kurz, von der bin ich... Ach, das passt schon, Thomas. Was geht ab, meine lieben Freunde? Guten Tag, willkommen zu diesem wunderschönen zweiten Tag von dem Vlog. Bevor ich jetzt irgendwas anderes zeige, zeige ich euch mal ganz kurz, wie wir mein DJ-Equipment hier hinbekommen haben. Das war nämlich extrem abgefuckt. Okay, Leute, wir haben uns folgenden Plan ausgedacht. Wir tragen das einfach bis zum Ufer von mir zu Hause aus. Ja, das Ding wiegt halt doch mehr, als man gedacht hat. Und meine Hände sind ja schon richtig kaputt nach so 300 Metern. Also werden wir jetzt mit dem Ding Straßenbahn fahren. Ich hasse mein Leben einfach für diese dumme Idee, Mann. Kalte Hände habe ich auch, ja. Abstand die dümmste Idee unseres Lebens, Alter. Wir hätten einfach 15 Euro für einen Transporter ausgeben können, um den zu mieten. Aber nein. Do it for the meme, right? Boah, ey Leute, wir haben es geschafft. Das Ding ist jetzt schon in der zweiten Bahnstation. Jetzt müssen wir noch 40 Kilometer mit dem Regionalexpress fahren. Einmal um Köln rum mit dem Helikopter und dann sind wir schon im UFO. Super, top. Kann nicht mehr. Ey Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das Ding jetzt über gut, keine Ahnung, 300, 400 Kilometer von mir zu Hause bis ins UFO transportiert. Danke an euch zwei Jungs, ne? Bitte. Und jetzt fahre ich direkt wieder zurück ins zu mir nach Hause und hole den restlichen Krams. Leben ist lit und läuft. Ihr habt gesehen, wir mussten da mit S-Bahn fahren. Izzy, was machst du da gerade? Ja, man kann dich gar nicht hören, oder? Ja, natürlich hört man mich. Hier oben ist ja ein Mikrofon dran. Ach so. Ah, danke schön. Izzy und ich gehen nämlich jetzt gemeinsam hin, Leute, und holen jetzt die Anlage ab, die wir hier für den Stream brauchen. Und natürlich auch für unsere Silvesterparty. Hallo. Weil Izzy hat nämlich eine öffentliche Facebook-Veranstaltung gemacht mit der Silvesterparty. Ist das richtig? Richtig, ja. Ja, können auch alle Leute kommen. Nee, keiner kommt von euch vorbei, weil wenn das so ist, dann rufen wir die Polizei. Also Leute, wir fahren jetzt gemeinsam die Anlage holen und dann zeige ich euch generell erstmal, was wir alles aufgebaut haben. Die ersten Nachbarn haben sich schon beschwert, also es läuft eigentlich echt bis jetzt super. Wir haben noch nicht mal angefangen, es gibt schon die ersten Beschwerden, dann gibt es mal eine ganz kleine Rumtour von dem, was wir alles aufgebaut haben, was hier überhaupt geplant ist, was hier überhaupt abgeht, wer alles dabei ist und so weiter und so fort. Gleich, nachdem wir dann mit Izzy gemeinsam abgeholt haben. Bis gleich. So, Kinders. Alter, easy, wieder Autofahren zusammen. Geil. Sieht auch genauso geil aus. So. Alter, ist genauso schön eigentlich wie in Finnland hier, oder? Ist genau das gleiche. Wir fahren jetzt zusammen, wie gesagt, die Anlage holen, Leute. Und dann werden wir erstmal so laut Musik machen, dass wir aus dem UFO rausfliegen. Ich muss jetzt gleich rechts heute hier fahren, oder? Eigentlich schon vor dem Stream, oder? Aber was, sollen wir jetzt noch in die Moschee gehen? Nee, jetzt noch nicht rechts, sondern danach erst rechts. Möchtest du noch in die Moschee gehen? Jetzt hier noch in die Moschee gehen. Boah, ich weiß nicht, Alter. Also, ich hab jetzt wenig Zeit, ne? Zu wenig Zeit? Ja. Sonst können wir es machen. Sonst können wir es machen? Ja. Hättest du Lust? Ich hätte Bock. Ich hätte auch Bock, ja Leute. Aber Schuhe ausziehen. Aber Schuhe ausziehen, ganz wichtig. Ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal, ob das hier alles ins Auto passt, weil das ist nämlich die nächste Challenge. Vielleicht passt das nämlich gar nicht und wir sind aufgeschmissen. Wir haben auch irgendwie 400 Bierbänke für den Stream bestellt, die wir gar nicht brauchen, aber wieso nicht? Wieso Wer nicht? Sitzt denn auf diesen ganzen Bierbänken? Ich verstehe gar nicht, was du da machst. Sau viele Gäste, alle. ApoRed, Leon Mascheas, kommen sie alle. Die sitzen dann alle im Gang, oder? Die sitzen alle im Gang und dürfen nicht mitspielen. Alter. Ersatzbank, weißt du, ist es. Aber gut, dass sie einfach da sind. Eben, genau. In diesem Sinne, bis gleich. Ey, Leute. Als wäre dieses Auto einfach dafür gemacht, ja? Ganz ehrlich. Dafür wurde es sogar. Eigentlich für Boxentransport, oder? Müsste. Ja, schneit, Leute. Mann! Richtig geiles Wetter. Nordtrip läuft auf jeden Fall. Jetzt fahren wir schon wieder zurück. Wie war es hier? Es war hier sehr, sehr geil. Einer der besten Orte, die ich je gesehen habe. Dankeschön. Siehst du überhaupt was hinten raus? Nee. Nee? Nee. Ja, brauchst du Rückspiegel. Egal, Leute. Piepsen, ne? Ah, piepsen, genau. Gut. Ich sehe es gleich im UFO wieder. Und dann gibt es eine kleine Roomtour vom ganzen Aufbau gedöns geschissen. Was treibst du da? Leute, wir sind gerade am Einrichten, ihr habt noch nichts gesehen. Es gibt jetzt gleich in wenigen Minuten mal eine Rumtour, aber erst wenn wir fertig sind. Also ich weiß gar nicht, warum das schon wieder angefangen ist zu filmen, Thomas. Was fällt dir eigentlich ein, hä? Was fällt dir ein?
So Leute, ihr seht hier gar nichts, ihr seht hier nichts, ihr seht hier nichts, ihr seht hier nichts, ihr seht hier gar nichts. Die lieben Boys von den Alchis brechen jetzt auf. Und ich wollte jetzt erstmal generell gesagt haben, was hier überhaupt passiert, wenn mir überhaupt alles hilft. Und zwar sind das die lieben Alchis, die hier eine Menge, Menge Zeit, Leiden und Arbeit reinstecken. Benni, du auch. Das ist eine Kamera. Sei mal lustig und glücklich. Das habt ihr gut. Nee, also auf jeden Fall nochmal fettes Dankeschön an euch Jungs, dass ihr hier seid, dass ihr am Start seid. Ich weiß jetzt auch nicht genau, worum ihr geht, weil eigentlich dachte ich jetzt, dass wir jetzt hier alle wohnen. Also, wir sind ab morgen wieder da. Privatsphäre habt ihr jetzt oder wie? Ja, ich nur Hunger. Ein letztes Mal. Weißt okay, du, gut. Muss das mental das drauf vorbereiten. Okay, dann bringe ich die Jungs das runter und dann gibt's endlich eine Roomtour von dem ganzen Gedöns hier und dann zeige ich euch, was hier los ist. Roomtour represents! Leute, was geht? Thomas, warte, bleib stehen. Thomas, okay, okay, okay. Leute, ihr habt gesehen, wie wir aufgebaut haben. Ihr habt gesehen, wie wir gestruggelt haben. Ihr habt gesehen, wie wir aufgeräumt haben. Ihr habt alles gesehen, nur ihr habt noch nicht gesehen, was euch heute erwartet. Der Stream läuft schon seit 2 Stunden, meine Freunde. Und wer jetzt noch nicht reingeschaut hat, den werde ich persönlich aufsuchen und ihn richtig, richtig kaputtboxen. Weil, Leute, das Ganze ist für den guten Zweck. Und wer nicht für den guten Zweck ist, der ist auch nicht für den guten Swag. Und der kann sich direkt wegmachen. Ich würde sagen, wir gehen hier im wunderschönen Flur, meine Freunde, denn wir haben hier vorne erstmal eine kleine Sitzgelegenheit. Hier kann man nach Lust und Laune sich hinlegen oder natürlich auch gerne, wenn man will, etwas essen. Einiges ist dafür gedacht. Dann haben wir hier vorne die gute DSDS-Kamera, Leute, mit dem Kamerakind dahinter. Da kann man dann quasi alles einstellen und ausstellen, wie man irgendwie will. Hier vorne, meine Freunde, haben wir einen wunderbaren Kühlschrank, der netterweise von Rewe mit so viel Food gefüllt worden ist, Leute, dass wir es wahrscheinlich niemals essen können. Auf jeden Fall erstmal ein fettes Danke an sämtliche Sponsoren. Ich werde jetzt hier nicht jeden erwähnen, meine Freunde. Ihr seht sie alle im Stream unten verlinkt. Aber wir haben nur dank diesen ganzen Sponsoren das hier alles ermöglicht bekommen. Wir haben hier vorne eine kleine Tankstelle, meine Freunde. Wir haben hier einen kompletten Energy Drink. Wir haben hier Chips en masse. Hier, Leute, ist das wunderschöne Banner vom 24-Stunden-Channel-Livestream. Ihr seht hier die ganzen Sponsoren. Omen, Deliveroo, Rocket, Tangeni Shilongo, eigentlich kein Sponsor, sondern halt derjenige, beziehungsweise der Verein, dem das Ganze zugute kommt, Leute. Rewe, Lorenz, Gamescom, Maximal G, Albor, Kukumis, Bootshaus, Yamaha, alle sind hier am Start, alle haben sie Geld oder Produkte gegeben, meine Freunde. Wir sind jedem Einzelnen dafür sehr, sehr dankbar. Wir haben hier überall Kameras aufgestellt. Hier steht eine, da steht eine, dann ist hier... Ungefähr so habe ich mich dann eben angehört, als ich erfahren habe, dass das Kameramikrofon nicht funktioniert. Thomas, was sagen wir dazu? Voll gut. Voll gut. Haben wir denn jetzt überall Ton drauf? Ich schätze schon. Du schätzt schon. 50-50, wenn nicht, machen wir neu. Wir machen es dann einfach neu. Perfekt. Leute, willkommen in meinem Zimmer. Ihr seht hier schon, wir haben hier 5 wunderbare PCs von Omen ausgestattet. Der eine geht später in die Administration, da wird das ganze Twitch-Gedöns gekramt, geklärt, Leute. Aber wir haben hier 4 Gästeplätze. Hier kann unter anderem PUBG, Craft Attack, Rocket League, Counter-Strike, Garry's Mod. Omen bei HP an dieser Stelle. Fettes Dankeschön auf jeden Fall an den Sponsor hier. Wir haben die ganzen Rocket-Sachen bekommen. Nochmal ein dickes Dank an Rocket, die uns hier mit Sachen ausgestattet hat. Ey Leute, ich kann mich nicht oft genug bedanken. Wir haben so viele Sachen bekommen. Wir haben da oben eine Kamera. Wir haben diese Kamera, wir haben diese Kamera, wir haben diese Kamera. Leute, mein kompletter Raum ist wieder verkamerisiert. Das heißt, ihr seht auf jeden Fall immer, wo was passieren wird. Es wird, wie gesagt, produktionsweise der aufwendigste und heftigste Stream, den ihr wahrscheinlich jemals, zumindest aus dem UFO, gesehen habt. Ich glaube, da steckt so viel Manpower dahinter. Ich bin den Alchis todesdankbar, ich bin Sarazar todesdankbar, ich bin dem Bootshaus todesdankbar, dass die uns hier so unterstützen. Ich bin einfach allen Leuten, die hier mit involviert sind, seien es Sponsoren oder Helfer oder sonst was, so todesdankbar. Und natürlich auch den Jungs aus dem UFO, dass die das hier ganze aushalten mit mir. Und Paluten, dass der uns sein Zimmer zur Verfügung gestellt hat, weil es wir dann ja fast aufgebrochen haben mit dieser Zange. Leute, kommt da ganz was mit? Ich zeige euch ganz kurz einen kleinen Rest. Propa steht da vorne in der Ecke und verdeckt ganz dezent den Müll. Propa, do your thing and do your job, du machst es top. Boah, heftiger Double Time, Leute, ihr solltet wieder rappen. Ich würde sagen, wir gehen hier vorne erstmal ganz kurz in den Serverraum. Ihr seht hier schon, Leute, wir haben hier 10.000 Switches aufgebaut, damit das hier auch alles natürlich netzwerktechnisch läuft. Ich hoffe mal, dass es nicht zu technischen Problemen kommen wird im Stream. Falls doch, dann ist das leider so, da können wir nichts dran ändern. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes, dass das nicht vorkommen wird. Ich würde sagen, jetzt zeige ich einfach mal die Regie und wir gehen einfach mal ganz vorsichtig dahin. Komm mit, Freunde, kommt. Und zwar, Leute, befindet sich vorne unsere aufwendige Regie, Leute. Ihr seht das hier schon. Wir haben hier einmal unsere kompletten Funkstreckenmikrofone mit einem riesigen Mischpult verbunden. Wir haben insgesamt, lasst mich nicht lügen, ich glaube, 5 Funkstreckenmikrofone als Headsets. Jedes einzelne Headset davon, Leute, kostet einfach mal 500 Euro. Das ist so krass, die haben wir uns alle noch geliehen, die Sachen. Dann haben wir hier nochmal extra Mikrofone zum Turn-Up, ein bisschen zum Freestyle. Das heißt, wenn kurz Rap-Battles an die Start kommt. Wieder rappen. Wenn ein bisschen Rap-Battle gibt, dann bin ich wieder am Start, ein bisschen Turn-Up. Tano kommt hier auch vorbei. Ich denke mal, ich werde ihm einfach zum Freestyle-Battle herausfordern, danach heulen vom Dach
springen, wenn ich verloren habe. Hier, meine Freunde, steht der komplette Streaming-Apparat. Hier ist eine riesige Streaming-Box mit dem ganzen technischen Krams dahinter. Da wird alles mit wunderschönen Einblendungen versehen. Ihr seht auch schon, das Streaming-Interface sieht wahrscheinlich, wenn ihr den Stream jetzt gerade schon guckt, komplett anders aus. Da ist Thomas' Arbeitsplatz, denn währenddessen wir streamen, werden trotzdem noch von Thomas Videos gedreht und produziert. Geisteskrank aufwendig, Leute. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ihr auf jeden Fall am Start seid. Den beiden Jungs hier muss ich sowieso mal krank danken. Erstmal haben wir es heute Morgen geschafft, dass wir diese schwarzen Tische rübergetragen haben über die komplette Kölner Innenstadt und dann noch mit der Straßenbahn. Auf jeden Fall dafür Props und ihr seid Technik-Support. Korrekt von euch, vielen, vielen Dank. Flop und Henry, ich danke euch Todes dafür. Ich danke auch den Altis, dass sie hier so viel Zeit aufopfern. Es ist auf jeden Fall ein Riesenteam, was hier hintersteht und ich bin extrem froh, wenn das Ding morgen krank durch die Decke geht, Leute. Wir haben schon mehrere tausend Euro an Spenden vorab gesammelt und hoffen natürlich mit euch die magische Spendenmarke von 50.000 Euro diesmal zu knacken, Leute. Stellt euch mal bitte vor, was das für ein Unterschied für unser Projekt in Afrika machen würde. Geiles Licht, Mann. Ich appelliere da nur fest an euch, Leute, wenn ihr einfach nur Zeit habt, unterstützt und wenigstens seid dabei, denn sämtliche Werbeeinnahmen werden auch für den Stream gehen. Es geht alles 100% für einen wohltätigen Zweck nach Tangenische Longo, nach Namibia, meine Freunde. Ey, ich freue mich einfach extrem auf den Stream. Ich kann nur hoffen, dass ihr auch am Start seid, euch genauso freut und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Leuten. Schaut definitiv vorbei, meine Freunde. Es wird das Heftigste, was ihr jemals gesehen habt. Und ey, ich freue mich, Leute. Und jetzt schaut auf jeden Fall vorbei. twitch.tv/Redenzeit. Ihr wisst Bescheid. 4 Stunden Charity Livestream. Und los!